Da kann man auch mal beschaulich zugucken. Wir machen mittlerweile 3000 plus, das ist super. So, und eine Feuerwache wäre nicht schlecht, eine zweite. Vielleicht sogar eine dritte wäre geil. Wenn ich natürlich das Geld dafür hätte. Hier zwischen nochmal. Oh, scheiße, mir geht der Strom aus. Erhöhe ich mal das Budget für den Strom. Hat mir jetzt nicht unbedingt stark aus der Misere geholfen. Aber so ein bisschen. So, machen wir hier hinten auch noch eine Feuerwache her. Dann passt es, glaube ich, so ziemlich. Wie sieht es mit der Bildung aus? Alles gut vernetzt. Ja, sieht gut aus. Krankenhaus. Relativ mittig. Muss ich aber auch nochmal gucken. Okay. Jetzt muss ich mich aber wieder um meinen Strom kümmern. Bevor, dass ich hier die nächsten Wohngebiete hier mache. Wenn ich hier natürlich das nötige Kleingeld habe. Mensch, ich will keine Müllverbrennungsanlage bauen. Das liegt mir fern. Keine Müllverbrennungsanlage. Was sage ich denn? Kein Dingenskirchen. Oh, denen geht Leute aus. Okay, wenn ihr Leute braucht, kriegt ihr Leute. So. Dann mache ich hier nochmal ein schönes Fleckchen auf, was, damit sie hier auch schön gemütlich hier einziehen können. Und unsere Stadt wächst und wächst und wächst. So wie es einfach mal sein muss. Wir sind halt einfach eine Metropole oder das neue Innengebiet. Da will jeder gleich mal einziehen. So, hier rum. Ah, wunderbar. Dann kriegt ihr auch bald Mitarbeiter. Ist ja klar. Und ich brauche Strom. 6 Megawatt. Ist jetzt nicht unbedingt die mordsmäßige Ausbeute. Aber ich komme mit dem Strom kaum noch hinterher. Das nervt mich ein bisschen. Ohne Scheiß. Habe ich 6000 für? Ja, habe ich gleich. Das ist natürlich schön. So, nochmal Strom hier. Aber ich habe halt das Budget schon auf 150%. Also, das löst nicht unbedingt gerade mein Problem, was ich hier mache. Jetzt muss ich mal gucken, was kriege ich mit dem nächsten Fortschritt eigentlich. Ah, eh schon den, die Windturbine. Ein Busdepot kriege ich, einen Friedhof kriege ich. Ah, okay. Dann weiß ich das schon mal. Dann kann ich da schon mal gemütlich handeln. Super. Dann habe ich die erste, ja, Hürde schon mal geschafft. So, jetzt muss ich mal gucken. Wenn ich jetzt das hier reinsetze, mache ich 20 Megawatts. Das kostet aber 12.000, das Ding. So. Natürlich eine Stromleitung von hier rein. Megawatts bringen mir natürlich einen Haufen. So, dann muss ich das Budget auch nicht so exorbitant hoch haben. So, wie sieht es dann mit Strom aus? Okay, wäre vielleicht eine zweite auch nicht verkehrt. So, 20 Megawatts nochmal. Dann läuft der Strom ein bisschen. So, 97 haben wir wieder. Und da hinten fehlt Wasser, ist klar. Ist klar, dass hier hinten Wasser fehlt. Da muss ich hier ein bisschen schräg verlegen. Weil sonst wird es hier nichts. Aber absolut nichts. So. Polizei sieht gut aus. Aber da könnte man fast noch eine brauchen. Aber Schule sieht auch gut aus. Hm. Feuerwehr. Ja, ist immer noch verdammt hoch, die Feuergefahr. Verdammt hoch. Aber ich würde sagen, ich mache nochmal eine Polizei hier oben. Dann sind die hier abgesichert. Müll. Müll kommt noch gut hinterher, würde ich sagen. Ist immer schlecht herauszusehen, ob das wirklich gut rauskommt oder nicht. Eine Oberschule kann ich immer noch nicht machen. Was habe ich jetzt alles bekommen? Muss ich nochmal gucken. Ah, Friedhof, Friedhof. So einer ist natürlich auch wichtig. Da brauche ich aber wieder Geld für.
Mann, was hier alles Geld kostet. Ja, nicht schön. So, wir brauchen schon wieder Gewerbegebiete. So, kriegt ihr, wenn ihr verlangt, kriegt ihr. Ihr müsst nur mal was sagen. So, ich könnte noch einen Stadtpark machen. Ich mache den Gamer-Stadtpark. Den mag ich am liebsten. So. Dann sind die da oben auch mal wieder glücklich. Ein bisschen glücklich muss ich meine Bevölkerung schon machen, ne? Dass die hier auf Ruhe und Munter bleiben. Oh, ich dürfte mal wieder Wasser gucken. Ah, Wasser wird auch schön langsam knapp. Ah, bauen wir hier nochmal eine Pumpe. Eine Pumpe bauen wir hier. So, damit wir einfach das Wasser haben. Und eine Abwasserpumpe brauchen wir auch noch. So sieht es aus. So. Damit wir den Dreck einfach mal losbekommen. Bin gegen ein paar Wände gelaufen. Ansonsten fühle ich mich ganz großartig. Ja, super. Was willst du? Aha, okay. Okay, Junge. Wenn es dir dabei gut geht, lass ich dich mal machen. So, es sieht gut aus. Mir gefällt's. Bin auch am überlegen, ob ich nicht vielleicht das Wohngebiet hier schon rausnehme, aber das lasse ich erstmal noch. Und hier gibt's mal wieder eine konkrete Straße. Industriegebiet kann ja effizient stehen, in Gottes Namen. Da habe ich jetzt mal nichts dagegen, aber alles andere sollte normal schön rumstehen. Und nicht so Effizienz und Geschwindigkeitsbelassen, belastet. Muss ja auch nicht sein. Eigentlich müsste ich hier schon sechsspurig reinlaufen. Irgendwann mal. Dass ich das dann hier so reinverlagert. Weil das wäre der kürzeste Weg. Das wäre für mich logisch. Dass der dann irgendwann mal übergeht. Der geht auch irgendwann über, das weiß ich jetzt schon. Man wird es sehen. Hier ist noch ein Gewerbegebiet frei, da muss ich jetzt nicht unbedingt handeln, aber ich gebe schon mal ein paar dazu. Wohngebiete wären halt wieder nicht schlecht. Da braucht man nochmal schöne Flecken. Eigentlich könnten wir hier drüben schon mal anfangen. Was ist denn mit dir überhaupt los? Nicht genügend Arbeiter. Ah, geil. Was brauchst du denn? Ah, gebildete Arbeiter und gut gebildete Arbeiter. Ja, geile Scheiße. Dann brauche ich ja die Hochschule. Mann, die kostet 24 Ocken. Das ist ja nicht unbedingt ein Pappenstiel. Und mein Strom geht auch schon wieder in die Knie. Alter. Ja, regenerative Energien, die kosten halt einfach. Da muss man einfach mal Geld investieren, Geld investieren, Geld investieren. Und so ist es eigentlich auch richtig. Das soll keine Frage des Geldes sein. Das soll einfach gehandelt werden. So, hier nochmal. Da noch so ein schönes Teil. Und da auch nochmal. So, dann machen wir hier wieder eine Kurve. Außerhalb des Stadtzentrums, wirklich. Außerhalb des Stadtzentrums. Willst du mich verarschen? Wenn ich die... Hallo? Dann mache ich es halt von der anderen Seite. So. Außerhalb des Stadtzentrums. Hier nicht mehr. Dann kannst du mich mal kreuzweise. So. Hier eine schöne Kurve. Hier bis zur Mitte. Kurve. Plam. Dann haben wir hier die nächste Kurve. Dann können wir hier Wohngebiete nochmal ansetzen. Genau in der Mitte ist das Gewerbegebiet. Das ist relativ schön, würde ich sagen. Weil dann kommen die hier von zwei Seiten daran. So wie es sein sollte. Und hier bin ich am Überlegen, ob ich vielleicht eine große Straße draus mache. Nur so eine kleine Hauptverkehrsader dann rüber ins Industriegebiet. Es wäre eigentlich nicht verkehrt, wenn ich da frühzeitig drauf gucke. Dann ist es ja nicht so schlimm. Aufwerten wollte ich. Mache ich gleich mal eine sechsspurige draus. Pam, pam. Jetzt hoffe ich, dass hier nichts im Weg steht, was mir hier den Bau vermiest. Nee. So, dann kann ich hier nochmal weiterbauen.
So, und da will ich nochmal eine Kurve. Oh, hier reiße ich viel weg. So, muss ich so machen. Habe ich so eine leichte Kurve drin, aber hey, es funktioniert schon. Dann fange ich hier zumindest einen Haufen Leute schon ab, bevor die überhaupt irgendwie übeltätermäßig hier rumfahren. So, hier sind ein Haufen Tode. Ach so, ich muss ja das Ding auch noch bauen. Hier an der Hauptverkehrsader bietet sich das wunderbar an. Dann kommt der natürlich überall wunderbar hin. So, und die Autobahn muss ich dann wirklich bald anfangen zu erhöhen und dann über die Stadt zu führen. Und immer wieder mal so Abfahrten machen. Ab- und an Auffahrten. Da muss man schon drauf achten. Irgendwie sabbel ich heute viel und krieg's mit dem Hals. Aber hey, ich kann ja zwischendurch trinken. So, eine Oberschule wollte ich ja auch noch. Das sind ja die 24.000. Wie sieht das Bildungsniveau eigentlich aus? Sieht eigentlich gut aus, ne? Haben wir zwar immer noch einen Haufen ungebildete Leute, aber ist mir egal. Könnte ja schlechter laufen. Ach ja, hier bräuchte ich vielleicht noch eine Schule. Jetzt mache ich so da noch eine Grundschule her. Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Ich will auch irgendwie ohne Darlehen überleben. Hier meine Sachen bewerkstelligen. So, und hier staut es sich schon langsam. War natürlich klar. War natürlich klar, dass es sich hier staut. Aber das kriegen wir geregelt. Da müssen wir halt noch ein bisschen abreißen, das schon höher setzen. Dann kriegen wir das hin. Und dann führen wir das einmal so rüber. Dann haben wir da schon mal eine gute Verbindung. Dann können wir da eine richtig geile Stadtautobahn draus machen. So, ich bin noch am Überlegen, wo ich mich dann später hin erweitere. Ob hier hoch oder hier rüber, weiß ich noch nicht. Aber so eine zweite Autobahn hier ist natürlich schon gut. Naja, wir werden sehen, wo wir hingehen werden. So, wie sieht es denn eigentlich mit dem Verkehr aus? Bis auf hier unten geht's eigentlich. Also ich habe da schon ziemlich früh eingegriffen, würde ich sagen. Bis jetzt zumindest. Ich habe ja erstmal 3000 Einwohner. Mit 3000 Einwohnern hat man jetzt nicht unbedingt diese Mordschwierigkeiten, den Verkehr zu regeln. Es können, wenn hochkommen, vielleicht nur 3000 Autos sein. Und gut, vielleicht ein paar mehr, wenn... Wenn pro Haushalt zwei zusammen sind, ist halt auch so eine Sache. So, ich hätte noch mal gern einen Stadtpark. Vielleicht einen großen, wenn es geht. Nee, der ist ja knuffig. Aber der macht viel Raum. So, dann sind die Leute hier auch wieder glücklich. Glücklich sind sie. Das erhöht natürlich den Wert der ganzen Stadt. Ja, und spült es mittlerweile 3000, ja, über 3000 Euro, Dollar, keine Ahnung, Deuros ein. Ich nenne die Währung jetzt Deuros. 3700 Deuros kriegen wir hier rein. Das ist natürlich schon schön. Das macht was her. So, und der Stadtpark gefällt mir echt gut. Hier hat man so eine schöne, ja, Uferpromenade, kann man jetzt nicht sagen, wegen Klippen und so, aber man hat hier was Schönes. So, was ich auch gerne hätte, Bäume in rauen Mengen, Baukosten 10, ist ja schön. Ich würde gern größere Flächen auf einmal setzen und nicht nur einzelne Bäume, verfluchte Axt. Kann man das irgendwie... So, Sie können Ihre Stadt durch den Bau von Parks, Plätzen und Spezialwegen oder durch Pflanzung freier Gebiete mit Bäumen attraktiver und bequemer gestalten. Dekorative Elemente erhöhen die Bürgerzufriedenheit, die wiederum ein wichtiger Faktor für die Weiterentwicklung von Gebäuden sind. Ja, super. Das hat mir jetzt viel erklärt, wie ich hier 1000 Bäume auf einmal setzen kann.
Mit Bild geht hier nichts. Es ist schade. Wenn einer weiß von euch, wie ich hier mehrere Bäume auf einmal setzen kann und ich hier die Sisyphus-Arbeit mit jedem einzelnen beschissenen Baum hier habe. Hier kann ich zwar schön durchswitchen durch die Bäume, dass ich hier einen schönen Mischwald habe, aber sonst ist es auch schon wieder. So, solche Trauerweiden wären halt noch geil. So, hier zwischen. Dann haben wir hier ein richtig schönes Gebiet, was hier zumindest schon mal Sache ist. Oh yeah. Wir sind hier schon wieder super gelaufen. Feuerwehr, hier brennt's. Wie wär's denn mal? Ihr habt Blaulicht an, ihr dürft über die rote Kreuzung fahren. Mensch. Das sollte eigentlich schon irgendwo klar sein, dass die hier einfach mal rüber dürfen. Ach ja, ich habe meine 24.000. Ich wollte ja meine Hochschule bauen. Aha. Ja, direkt neben dem Friedhof. Würde sich anbieten. Nee, nicht wirklich. So, machen wir hier hin. Und mit der Grundschule sieht's gut aus. Sind wir gut vernetzt. Oh, jetzt wollen noch mehr Leute hier wohnen. Au, Bagge, jetzt wollen hier noch mehr Leute wohnen. Wer kann denn mit sowas ahnen, dass hier mehr Leute wohnen wollen? So, ich habe schon... Alter, 3.300. Jetzt spiele ich eine Dreiviertelstunde. Und irgendwie... Was ist denn hier kaputt? Wenn ich zu oft hintereinander drücke, dann spinnt die Codierung rum, oder wie? Das ist ja super, dass das hier so toll funktioniert. So, hier ist auch noch ein Stück. Es wuselt hier sehr stark. Aber eigentlich läuft das Spiel recht angenehm. Würde ich gern wissen, wieso das die Codierung dann fehlerhaft wird, wenn... Naja, darf ich halt nicht so viel auf einmal machen. So, jetzt lasse ich hier mal gemächlich laufen. Mensch, ich lasse ja hier dahin laufen. Was haben die hier für Probleme? Kranke Bürger. Aha, okay. Ich brauche wohl noch ein Krankenhaus. So, hier drin. So, zack. Seid ihr froh drüber, ne? Oh, sind sie froh drüber? Was hier irgendwie im Industriegebiet mein Problem ist? Keine Ahnung. Ich kann halt hier nicht upgraden, weil hier der Ding ist. Super. So, warte mal. Jetzt mache ich hier so eine Hauptverkehrsorder. Dass hier der Verkehr mal abfließen kann. Das wäre natürlich schön, wenn der hier sofort abfließen könnte. Okay, die Umbaumaßnahme wird schon ein bisschen schwieriger. Es hat sich natürlich das ganze Wohngebiet hier unten abgerissen. Ist natürlich nicht so geil, aber hey, Komfort, wenn wir hier groß rumbauen und hier Veränderungen haben wollen, dann müssen ein paar Opfer gebracht werden. Das lasse ich mal wieder ein bisschen schneller laufen. Ein bisschen zumindest. Wir wollen aber die Probleme wieder frühzeitig erkennen. So. Aber die sechsspurige Straße hat jetzt viel geholfen. Kompensiert schon mal einiges. Und vor allem hier ist eine schöne Strecke, die wirklich viel Verkehr aufnehmen kann. Jetzt nicht exorbitant viel, aber ein bisschen mehr zumindest. Ich habe auch zufällig Querverbindungen schon wieder und schieß mich tot. Aber es läuft relativ geil. So, wie sieht es denn mit dem Verkehr aus? Ja, hier ist noch ein bisschen Überlast. Aber nur ein bisschen. Könnte schlimmer sein. Könnte wirklich schlimmer sein. Das ist ja fast Mäusepups dagegen. So. Hier will sich nichts mehr ansiedeln, oder wie? Achso, shit. Shit, so komme ich aus dem... Komme ich doch nicht raus, so komme ich raus. So, Industriegebiet wird wohl gleich wieder verlangt. Von mir. So, hier will auch viel hinter. So, wie sieht es eigentlich mit Strom aus? Wir kratzen schon wieder am Minimum rum.
So. Deswegen machen wir uns nochmal so eine kleine Windturbine. Ah, die sind richtig effizient, die Teile, ne? Macht wirklich 20 Megawatt, der auch. Ja, da können wir wirklich reinpflastern, bis wir hier irgendwann mal Solarparks kriegen. Irgendwann mal. Wir wollen ja mit dem grünen Daumen zugrunde gehen. Eieiei, und immer hier die Codierungsfehler, die machen mich ein bisschen kirre, ne? So ein bisschen. So, meine Wohngebiete wachsen. Es werden auch mehr Leute. Ein Stadtpark wäre vielleicht noch nett. Oder wie zufrieden sind denn die Leute? Zufrieden, zufrieden. Ja. Gibt es irgendwas zu verbessern, Leute? Also ihr seid zufrieden, das merke ich schon, aber... Es könnte ja immer ein bisschen mehr sein, ne? Jetzt mache ich hier drüben noch einen Stadtpark. Also da habe ich schon einen. Oh, ich Vollhorst. So, mache ich auf der Seite noch einen. Und hier hinten baue ich auch noch einen. Dann geht es den Leuten so richtig gut. So, Grundschule, Verfügbarkeit gut. Oberschule, leck mich am Hintern. Die ist jetzt schon an der Überlast. Baue ich jetzt noch eine? Baue ich fast noch eine. Hilft nicht, muss ich noch eine bauen. So, wie sieht's mit den Kranken aus? Mit den Kranken. Naja, Durchschnittsgesundheit könnte besser sein. Deswegen hier ein Krankenhaus. Feuergefahr wird auch schon weniger, aber naja, im Industriegebiet ist halt immer ein bisschen gefährlicher. Da wird mit gefährlichen Mitteln hantiert. Oh, Polizei sieht gut aus. 4% Kriminalitätsrate gefällt mir sehr gut. So, Oberschule und so passt. Ich könnte auch schon Busse einführen. Will ich aber noch nicht, weil so viel Verkehr haben wir dann auch noch nicht. Was habe ich gerade gesagt? So viel Verkehr haben wir noch nicht. Haben wir ja doch schon ein bisschen was. Eieiei. So, brauche noch ein paar Wohngebiete, sehe ich gerade. Da muss man schon früh agieren, wenn hier geschrien wird. So, wieso will ich... Also, ist ein Stadtpark. Deswegen passiert hier nichts. Deswegen passiert hier nichts. Und Industrie. Industrie will hier auch schon wieder. So, natürlich nicht dreispurig. Was soll denn das? Das muss ja nicht sein. So. Nee. Das sieht schon besser aus. Zwar auch nicht optimal, aber hey, wer will schon meckern? Ich bin's nicht. So, und hier mache ich natürlich auch eine Straßenanbindung hin. Schieß drauf. So, und dann pflaster ich hier gleich mal wieder ein Industriegebiet rein. So, dann können sie sich da mal wieder gut amüsieren drum. So, hier drin mache ich nochmal Gewerbe. Da drunten brennt's. Kommt die Feuerwehr bald? Ja, da kommt sie um die Ecke. Super. Und ich muss hier gucken, dass ich vielleicht noch eine Straße rausziehe. Oder so. Dass ich da noch ein bisschen nutzen kann, was ich habe. Es sieht doch ziemlich effizient aus, was ich hier schon wieder treibe. Aber nicht jetzt übertrieben effizient. Und es sieht anders aus. Auf jeden Fall. Es wäre halt noch so eine Option, hier eine sechsspurige Straße reinzuziehen. Will ich aber jetzt persönlich nicht. So, jetzt brauchen wir aber definitiv wieder Wohngebiet. So. Jetzt muss ich da gucken, wie ich da rumkomme. Ah, ich bin rumgekommen. Geil. Ich hab's geschafft. Mann, bin ich gut. Mann, bin ich gut. Nee, ich will eine sechsspurige Straße. So. Nicht eine Kurve. Nee, da kann ich keine langlegen. Muss ja auch nicht. So. Geht sowieso nicht. Was haben wir hier denn zu stehen? Eine Grundschule. Ja, die Grundschule muss aber hier bleiben. Wäre vielleicht nicht verkehrt. Für die allgemeine Intelligenz wäre das förderlich. So, wie
Oh, ich kann sogar hier rüber bauen. Ist ja cool. So. Gut, dass ich sowas schon mal weiß, dass man hier auch so rüber bauen kann. So, jetzt will ich aber hier rüber. Erstmal das so geschissen bekommen. Jetzt sieht gerade mal ein bisschen eierhaft aus, ne? Haben wir so ein leichtes Kleeblattmuster. Sieht ein bisschen lustig aus, aber nur ein bisschen. So. Dann will ich eine geschwungene Fahrbahn. Von hier hierhin. Und von hier hierhin. Da kann man zwar nicht unbedingt viel nutzen, aber es sieht nicht schlecht aus. Es sieht wirklich nicht schlecht aus. Mir gefällt es persönlich recht gut. Da kann ich nicht meckern. So, das wird alles Wohngebiet. Naja, werden nicht unbedingt die exorbitanten Häuser, was ich gerne hätte, aber so ein bisschen was ist es zumindest. So, ein bisschen ausschreiben hier. Das Eck mache ich als Shopping-Ecke. Die kleine hier. Dann sind die Leute froh, dass sie nicht so weit laufen müssen, dass sie zu Fuß noch einkaufen können. Nicht unbedingt das Auto missbrauchen müssen. Achso, nee. Hat ja super funktioniert. Wenn ich hier ein Gewerbeeck will, dann will ich auch ein Gewerbeeck. Danke. Und da hoch kann ich schon mal zupflastern. Mache ich einfach mal total voll. Weil was wir haben, haben wir. Würde ich jetzt mal behaupten. So, fupp. Und wir haben momentan die Kohle, dass wir uns einfach mal so niederlassen können. Ja, passt. Gefällt mir gut. Wie sieht es mit dem Strom aus? Wird schon wieder Mangelware. Warte mal. So. Dann habe ich da schon mal nachgebessert. Wasser sieht immer noch gut aus. Man glaubt es nicht. Man reibt sich nur verwundert die Augen. Aber es läuft. Ah, erstmal einen guten Schluck trinken. Muss ja auch mal sein. Dann haben wir eigentlich eh schon von unserem Grund sehr viel zugebaut. Und dann, wenn ich mal die nötige Kohle habe, werde ich auch die Autobahn angreifen. Jetzt gucken wir mal, was kriegen wir denn als nächstes. Aha, aha. Polizeihauptquartier, okay. Also die großen Sachen. Und hier fehlt Wasser. Wieso hier Wasser fehlt, ist mir ein Rätsel. Gebiet belegt. Ach so. Okay, dann nehmen wir halt hier hinten. Dann passt das wieder. So, dann baut sich unsere Stadt hier wunderbar auf. Ach, mir gefällt's. Alles einfach wunderschön. So, jetzt muss ich mal den Straßenverkehr ins Auge nehmen. Ja, sieht bis jetzt noch gut verteilt alles aus. Ist jetzt nicht schlimm. Könnte schlimmer sein. Gefällt mir aber noch sehr gut. So, ein bisschen langsamer laufen lassen. Muss ja nicht immer so schnell sein. Dann passiert hier so viel. Dann übersieht man schnell mal die Kleinigkeiten, die wir einfach brauchen. Und ihr meckert, weil ihr keine Arbeit da habt. Ja, ist klar, ne? Wir haben zu viel Bildung. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Wieso denn das? So, aber wir haben nur 3% Arbeitslose. Leck mich, wie geht denn das bitte? Senioren haben wir schon 5%. Wie sieht es denn auf unserem Friedhof aus? Ein Leichenwagen von 10 in Verwendung. Ach, alle noch ganz easy. Wie sieht es mit Müll aus? Ach so, Müll hier. Oh. Ja, da muss ich fast noch eine zweite Müllkippe hier irgendwo hinbauen. So, hier hin. Dann passt es. Joa. Joa. Gefällt mir schon mal. Für den ersten Ansatz recht gut. So. Ich werde jetzt auf jeden Fall... Nee, werde ich nicht. Ich werde einfach mal weitermachen. Noch so eine 10 Minuten, Viertelstunde. Weil ich dann testen will, ob mein Programm wieder funktioniert bei über einer Stunde. Das wird auch mal wieder Zeit, dass ich das getestet habe.
So, und ich bin schon am Überlegen, wie ich die Autobahn da mache. Bin da wirklich am Überlegen, die nur hier gerade rüber zu ziehen. Oder ziehe ich die mehr so rüber? So in die Mitte mehr rein. Ich könnte mir aber auch ein neues Autobahnkreuz bauen, aber für das muss ich das Gebiet hier kaufen. Dass ich mir da selber was zusammenschustere. Mit einer eigenen Auf- und Abfahrt. Aber die muss weg. Die muss definitiv weg. Ja, das kriegen wir dann. Ich glaube, das wird man so leicht schräg hier rüber verlegen. Und hier dann so weiterbauen. Dass die schon mal steht, dann kann man die restliche Stadt auch um einiges besser planen. Um einiges besser. So. Gewerbegebiet wollen sie mehr. Hier wird sich schon wieder beklagt, oder? Nö. Nö. Passt. Alles supi. Der Stadtpark erfreut sich bester Gesundheit.